Wunder sind immer ein Eingreifen Gottes in unser Leben, um etwas zustande zu bringen, was so normalerweise nicht passieren würde. Ich glaube an Wunder. Ich kenne Menschen, die Wunder erlebt haben. Ich habe in der Bibel von Menschen gelesen, die mit Gott unterwegs waren und die Wunder mit ihm erlebt haben. Ich glaube an Wunder und ich bete für Wunder in meinem Leben. Jetzt war ich kürzlich unterwegs in die Stadt und ich hatte einen wirklich richtig riesigen Plan, was ich alles erledigen wollte, mit viel Lauferei. Und ich dachte, ich bete darum, dass Gott mir das kleine Wunder schenkt, einen Top-Parkplatz zu bekommen. Ich fuhr in die Straße rein und, ach ja, da war ja ein Parkplatz. Aber der war mir nicht gut genug. Ich wollte den Top-Parkplatz, das kleine Wunder, heute Morgen für mich persönlich. Und da tat sich schon eine Parklücke auf. Oh, cool, dachte ich. Aber schon fuhr da jemand anders rein. Na gut, ich fuhr weiter. Da war wieder eine Parklücke. Und schon wieder blinkte der Vordermann und besetzte diese Parklücke auch. Als mir das dritte Mal passiert ist, merkte ich, wie etwas in mir hochstieg, wie Zorn und Ärger und Schmollen und Frust, und ich hörte mich selbst sagen: Herr, das ist aber echt unfair jetzt. Das war nicht das, was ich gebetet habe. Ich habe erwartet, dass du mir diesen kleinen Wunderparkplatz gefallen heute Morgen tust. Und ich merkte so richtig, wie das in mir so brodelte. Und gleichzeitig hörte ich die feine Stimme des Heiligen Geistes, der zu mir sagte: Warum bist du eigentlich so sauer? Da war es. Im gleichen Moment war ich überführt von dieser Haltung, dieser negativen Haltung, in der ich war. Ich habe wirklich negativ geredet, geschmollt und war wütend. Geht es dir auch manchmal so, dass du Wunder erwartest und dann kommt es nicht und du bist sauer auf Gott, dass er dir nicht das gibt, was du unbedingt möchtest, was du als den Top-Gefallen und das Top-Wunder für dich empfangen möchtest? Wir schieben Gott dann manchmal in die Ecke von einem Wundertütenbesorger, der uns etwas in die Hand drücken soll, was uns gefällt. Da machen wir die Wundertüte auf und es ist nicht das drin, was wir wollen. Wie verhältst du dich dann? Ich möchte dir sagen, bitte bleib doch da in deiner Haltung positiv, dem Herrn zugewandt. Erwarte, dass er dir trotzdem mit dem Besten dienen wird. Bleib trotzdem im Glauben stehen, dass er es gut mit dir meint, dass er den richtigen Plan hat und dass er dir auch Gutes und Vollkommenes tun wird. Denn Gott hat mehr für dich.